Jojo, hier ist Brammen, aka Brammen, aka Meister der Schnittchen, König von Nougat und Herrscher von Geil. Ich roaste mich jetzt richtig hart selbst. Guck dich doch mal an, du kleiner dicker Junge, rülpst viel, schreist viel, hast es auf der Zunge. Und wenn es nicht auf der Zunge ist, liegt das daran, dass du wieder frisst. Immer nur am Essen vor der Kamera. Willst du dich nicht schämen, so richtig mal? Kannst du doch auch noch später verschlingen, bei Koks und Nutten Zeit verbringen. Lachen tun sie eh alle schon, deine Witz sind asynchron. Der Sound passt nie wirklich zum Bild, du denkst dir nur, ha, halb so wild. Und passt der Sound dann doch einmal, glotzt du aufs Handy wieder mal. Ständig WhatsApp, SMS, pack es mal weg. Kein Stress, fühlst dich so geil, machst eine Pose, trägst in deinen Witz doch nie eine Hose. Und warum hast du keine Hose an? Ist doch klar, du bist ein Mann und hast wohl richtig dicke Eier. Wie drauf kommst, mir ein Schleier mit Semtex-Treffen tust du nicht. Ich sorg jetzt dafür, dass dein Ego zerbricht. Dickköpfig, stur, Ätzen reizt aufs Blut. Fühlt sich damit geil, zeigst wohl deinen Mut. Ist aber nur nervig und ganz schön schwach. Genau wie die Aktion auf dem Krankenhausdach. Bringst den Piet dazu, Dummes zu machen. Nur damit du kannst später lachen. Erbärmlich und ganz schön sick, genau wie deine Haare. Oh shit! Sieht immer aus wie ein Vogelnest. Oder gab es auf deinem Kopf ein Fickfest? Und dann noch deine Inkompetenz. Junge, du gehörst zur Prominenz, glaubst du zumindest, du kleiner Schmuck. In Wahrheit hängst bei Mama am Rock. Und dann bist du ein Besserwisser und noch dazu ein kleiner Schisser. Spielst keine Horror-Games, weil hast Angst, aber von Jay verlangst. Und hast du dann Unrecht und eine Meise, wirst auf einmal ganz schön leise.